An diesem Freitag, das schwarze Auge, am Fluss der Zeit, Phileas Geheimnis. Wir stecken mittendrin in den Hallen des Vergessens. Weiß nicht, ob das so was Gutes bedeutet. Wir haben gelootet, was wir looten konnten, und ich hoffe, wir können uns jetzt wieder ein bisschen mehr vorbereiten, dass in den Truhen Tonnen von Heiltränken versteckt sind. Vielleicht wäre ja ganz nice. Ich habe das letzte Mal in meinen Aufnahmeeinstellungen das Mikrofon mitlaufen lassen, weil die letzte Aufnahme schon so lange her war und irgendwie war das noch an. Ja, genau, ich glaube, weil. Ach, keine Ahnung. Nee, ich hab's angemacht. Es ist auch egal. Auf jeden Fall war zum Glück das so ausgebalanced, dass ich nicht nochmal alles habe aufnehmen müssen. Ich war sehr dankbar. Und jetzt gucken wir uns hier einmal um. Hier sind ganz viele Vasen. Sie glitzern. Ja. Und enthalten hoffentlich Dinge. Das Inventar ist voll. Eine Fackel. Es ist sehr verdächtig, dass wir eine Fackel brauchen. Ach so. Moment. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Du kriegst die Morphu-Stacheln. Den Handspiegel kann Ardo haben. Dann kann er sich da betrachten. Den Magierhut. Könnten wir auch Ardo aufs Auge drücken. Flusskiesel waren, glaube ich, wichtig für. Du kriegst ein paar Nüsse. Nee. Er soll die Nüsse haben. Heiltrank kriegst du auch. Elfische Badekräuter. Die Feinwaage brauchen wir eventuell. Du kriegst noch die Pfeile. Nicht, dass sie dir etwas bringen würden. Die Kohle kannst du auch behalten. Die Federn kriegst du, dann kannst du die Feinde totkitzeln, du kriegst die Muscheln. Und du darfst jetzt noch die ganzen Kräuter tragen. Kuano, du bist jetzt Fyrus 2. Und die Pilze. Finage. Am Arsch. So, warte mal. Lederbänder. Wer möchte einen Alchemistenschürze haben? Niemand. Genau. So, ein bisschen Quellwasser kriegst du auch noch. Hier noch mehr Grünzeug. Bisschen Glück für dich. Bisschen Honig für dich. Du kannst den Gullmond-Tee tragen. Du kriegst die Eulenbrötchen. Du kriegst die Fellfetzen. Du kriegst irgendwelche Kräuter und du darfst noch den Sandstein tragen. So, wir sind ready, diese Fackel auszurüsten. Spendet Licht. Wir haben eigentlich ja. Jetzt ausgerüstet oder was? Nee, zum Glück nicht. Wir haben ja hier unseren schönen Zauber. Hier, Flimflam Funkel. Braucht denn da eine Fackel? Hallo. Sandstein kannst du wieder nehmen. Hast du den jetzt genommen? Hat das geklappt? Ja, stimmt. Ach, wir sind schon bei Forkrypt. Was? Die können nicht an den Charakter selbst übergeben werden? Ist ja frech. Ah. Sandstein. Und du nutzt das Blattgold. Ja. Lecker. Konnte man die auch? Man konnte sie zumindest verkaufen, nicht wahr? Warum ist hier Gras überall? In Ordnung. Das ist verwirrend. Okay, wir sind in einem fetten Tempel. Ich sehe das schon. Zeit rennt. Heißt ja auch im Fluss der Zeit. Kein Wunder, dass es so fließt. Nicht wahr? Es kann auch wegfließen. Darf es. Alles abwärts. Bis ins Los Meer. doch! Los doch! Gut, achtet nicht auf mich. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Warum steht da was? Ein Elementarwächter, okay. Mit dem beschäftigen wir uns später. Erst sehe ich da hinten etwas glitzern. Dann gucken wir uns vielleicht noch die Map an und vielleicht gibt er uns einfach nur ein Rätsel auf und lässt uns durch, weil er denkt, wir sind so super toll, wie die Hälfte der Leute immer denken, dass wir super toll sind. Sandstein.
Wir werden auf jeden Fall speichern. Was? Bin noch jemand ausgeblichene Knochen? Schon unterwegs. Wird gemacht. Die war ja nicht mal verschlossen. Wir haben alles, oder? Sind alle ready? Dann werden wir auf dieses Podest zurückkehren. Einmal noch kurz die Map aufmachen, falls die orakelnde Map des Spiels uns etwas offenbart. Nein, tut sie nicht. Gut. Und nur unsere Augen offenbaren. Dann werden wir mal glauben, was unsere Augen uns sagen. Eherner Wächter. Hi. Können wir reden? Nö, offensichtlich nicht. Seltsam. Du bist anders. Nicht wie die anderen. Sag ich doch. Er hält uns für was anderes, als wir sind. Vielleicht. Oh, ich frag mich gerade. Moment. Ach nee, wir haben das dann neu gestartet. Alles gut. Welche anderen? Wo bin ich hier? Wo ist Phileason? Und wer oder was bist du überhaupt? Zu viele Fragen auf einmal. Komm mit mir, dann wirst du schon begreifen. Ja, okay. Ja, ja. Aber nicht so schnell, ne? Wenn wir Truhen finden, dann rapschen wir die an. Einen Stein vergessen? Können sich Türen öffnen? Einfach so. So, da wären wir. Hier sind die anderen Wesen. Ich muss weiter. Ja, tschö. War schön, dich kennengelernt zu haben. Bitte renn. Aua. Jetzt hat Ardo sicher einen gequetschten Fuß. Wir gucken einmal. Hallo, guten Tag. Wieder betritt eine verirrte Seele die Hallen des Vergessens. Wieder heiße ich sie willkommen. Wie all die anderen vor ihr. Eigentlich müsste ich in diesem Moment am Löwentor sein und einen entrückten Torwaler zur Seite stehen. Alle hier Versammelten sind durch das Portal der Rose hergelangt. Ich nehme an, so war es auch bei euch. Jo, so ist es. Nur sehe ich meinen Mitstreiter nicht. Habt ihr ihn vielleicht gesehen? Ein blonder, bärtiger Mensch? Ich bin nur mit bärtigen Menschen unterwegs. Sie schwitzen ein bisschen, aber dazu gibt es Seife und elfische Badekräuter. Das ist alles nicht so schlimm. Naja. Er ist ein Mensch und hält sich für den Hochkönig von Varien. Bekloppt, oder? Tut mir leid. Nein. Selbst wenn, so wäre er immer noch hier. Einmal an diesen Ort gelangt, kann man ihn nicht mehr verlassen. Man ist verdammt, das Schicksal dieses Ortes und seiner Wächter zu teilen. Ah, da wird wohl nichts mit deinem Hellen, Forgrim. Es sei denn, wir finden hier eine Brauerei, dann kannst du bis in alle Ewigkeit trinken. Vielleicht gefällt dir das natürlich auch. Wieso seid ihr so sicher? Kann man diese Wächter nicht einfach überwältigen? Nein, glaubt mir, sie sind zu stark. Wenn sie wollen, dass ihr bleibt, dann bleibt ihr. Sie müssen von kraftvoller Magie erfüllt sein. Ich glaube beinahe, dass sie ein Teil dieses Ortes sind, wie wir für immer hier gefangen. Wächter sind der Ort selbst? Oh, unser Zauber ist gerade ausgegangen. Naja, ich muss es dennoch versuchen. Diese Wächter hält mich anscheinend für etwas Besonderes. Ich halte mich auch für etwas Besonderes. Ich bin der Hauptcharakter eines Spiels, ja. Vielleicht sollte ich mal einen Psychologen aufsuchen. Naja, vielleicht ist dies noch zu etwas nütze, dass du was Besonderes bist, oder hast du einen Gegenstand in der Hand? Gibt es noch etwas, worüber ihr sprechen wollt? Sie ist vollkommen desinteressiert. Ja, ja. Alle, die hier ankommen, halten sich für was Besonderes. Wahrscheinlich erzählt der Wächter jedem das Gleiche, leitet sie dann in diese Halle und nach 100 Jahren hat man vergessen, dass man was Besonderes ist. Ist natürlich eine Hardcore-Therapie, aber kann man auch nehmen. Was ist das für ein Ort? Nun, dies hier ist das tiefste Gewölbe des Palastes der Hochkönige. Glaubt man den Überlieferungen, ist der Grundstein des Palastes auch der Grundstein Tishianas.
Daher taufte man dieses Gewölbe auch Hallen des Ursprungs. Ursprung vergessen hat schon wieder so eine Bipolarität. Einige unserer Legenden erzählen, dass dieser Ort einst eines von 6 mächtigen Artefakten beherbergen sollte. Den elementaren Schlüssel des Erzes. Pyrdako selbst soll ihn in die Obhut meines Volkes gegeben haben. Und was habt ihr gemacht? Als die Hohepriesterin Pyrs erwirkte, das Artefakt im Pyr-Tempel zu bewahren, büßte dieser Ort den Grund für seine Existenz ein und geriet in Vergessenheit. Mhm. Die wenigen, die noch aus Überlieferungen darum wussten, nannten ihn Hallen des Vergessens. Das erklärt einiges. Hab Dank. Jetzt muss ich doch noch trotzdem noch hier rauskommen. Gibt es noch etwas, worüber ihr sprechen wollt? Sie ist wieder uninteressiert. Sie sagt sich, wir haben diesen begriffsstutzigen Menschen schon 5-mal erzählt, dass man hier nicht wieder rauskommt. Lassen wir ihr mal den Glauben, dass sie etwas Besonderes ist und hier rauskommen wird. Vorerst nicht. Nur Dao, Fremder. Nur Dao, ja. Wenn es einen Weg für euch gibt. Dann werdet ihr ihn finden. Oh, sie glaubt an uns. Hi. Hier erscheint der Krieg gegen den Namenlosen so weit entfernt. Beinahe wie ein lange vergangener Albtraum. Du glaub mir, ich glaube, es ist ein lange vergangener Albtraum. Hier! Vandalieren wir erst einmal. Das, was wir am besten kennen. Ja. Sandstein für dich, Gold für mich. Das ist eine gerechte Aufteilung. Sandstein für dich, ja. Fussel für dich. Es ist kaum zu glauben, dass wir diesen Ort niemals mehr verlassen können. Vielleicht doch. Eines Tages, wenn die Horden des Namenlosen besiegt sind, wird das Grauen ein Ende haben. Und weiter. Du hältst das Ganze immer noch für eine Falle der Namenlosen. Ja. Unmöglich. So etwas wäre Amantir Takat nie entgangen. Vielleicht ist es eine Falle von Amantir Takak. Schon mal darüber nachgedacht? Irgendetwas stimmt hier nicht, ja? Es ist mal wieder eine Intrige, in die wir hier reingeraten sind. Ups. Naja, nehme ich halt das Blattgold, kriegst die Fussel und die ausgeblichenen Knochen. Hm. Vielleicht doch. Eines Tages, wenn die Horden des Namenlosen besiegt sind. Glaubender, hast du was zu sagen? Alle Hoffnung ist dahin. Tishiana wird von den namenlosen Horden überrannt werden. Ich spüre es. Er ist auch so ein bisschen bipolar. Magischer Ring unidentifiziert. Ja. Pfeile für dich, Kugeln für dich, Bolzen für dich, Haarnadeln für dich. Du kriegst die Fackel und wir nehmen wieder die einfachen Verbände. Das ist ja mal eine schöne Truhe gewesen. Was ist denn mit dem Ring? Das ist der eine Ring. Ring der Vorsehung. Hm. Sinnesschärfe, Fallen entschärfen. Guck einmal an, Guano. Ja. Ist das nicht schön? Du hast sogar schon einen Ring. Ring des Lebens. Stimmt, wir haben dich ein bisschen geboostet. Sag mal, Ardo. Ardo hat Ardos Siegelring. Das gibt sehr viel auf Social Skills. Ja. Was? Ey, da gab er 10, ne? Ich glaube, das lassen wir ihn. Sonst stirbt er noch schneller. Das wollen wir so nicht haben. Es ist kaum zu glauben, dass wir diesen Ort niemals mehr verlassen können. Münze, Verband und diese Fackel bekommst du. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Und wenn man ihn anspricht, die Juden werden es alle vernichten. Keine Chance, wir haben. Steht noch eine vergessene Priesterin. Guck mal, die hat noch einen Zusatz. Ist das vielleicht Myriniana? Hör da auf, Fremder. Achso. Was wünscht jemand wie ihr von einer vergessenen Seele? Das ist vielleicht ein paar Heiltränke, die du mir verkaufen kannst. Ich dachte nur, ihr könntet mir vielleicht etwas über diesen Ort erzählen. Und mir was verkaufen. Ganz viel Einbeerensaft hätte ich gerne und ganz viel Heiltränke für eine Kupfermünze. Mit Freuden. Erwartet aber nicht, dass euch gefällt, was ich zu berichten weiß. Ich nehme das Wissen trotzdem. Mich kann nichts schrecken. Außer vielleicht noch eine Schlacht, für die wir schlecht ausgerüstet sind. Was ist dies für ein Ort? Dieser verwunschene Ort, wie ihr ihn nennt, ist das Fundament des Palastes der Hochkönige. Auch Hallen des Ursprungs genannt. Obwohl die hier Verbliebenen dazu neigen, ihn Hallen des Vergessens zu nennen.
Er kerkert jeden hier ein, von dem er glaubt, er könne seinen Plänen gefährlich werden. Was auch immer diese sein mögen, von hier gibt es kein Entrinnen. Die Siegel des Pyr verhindern es. Wer ist er? Der Raum selbst hat ein Bewusstsein? Das Siegel, die Siegel des Pyr? Und von welchem er redet ihr? Pyr ist der Herrscher über die Elemente. Wir sind das einzige Volk, mit dem der Gottdrache seine Magie teilt. Heute steht nur noch er in Pyrs Gunst. Unmöglich, die Macht der Siegel zu brechen. Unmöglich zu entkommen. Unmöglich. Aber wer ist er? Sauron selbst? Wen ihr mit er meintet, weiß ich zwar immer noch nicht, aber vielleicht könnt ihr mir etwas anderes verraten. Mit Freuden. Erwartet aber nicht, dass euch gefällt, was ich zu berichten weiß. Sagt mir, wie ich zum Löwentor komme. Das würde mir gefallen. Dazu müsstet ihr die Siegel des Pyr brechen. Dann würde sich das Portal des Drachen für euch öffnen, euch gar zu eurem ursprünglichen Ziel führen. Doch spielt all das eine Rolle? Niemand vermag das. Niemand außer ihm. Und ihr seid nicht er. Bist du dir sicher? Wir sind anders, wurde uns gesagt. Aber natürlich er. Nehmen wir einmal an, ich wäre er. Was müsste ich dann als erstes tun? Ihr glaubt, er zu sein? Und ich dachte, ich hätte über die nicht enden wollende Zeit den Verstand verloren. Aber wie ihr wollt. Um an die Siegel zu gelangen, müsst ihr zunächst am ehernen Wächter vorbei. So, nur um eins klarzustellen, wir haben nicht gesagt, dass wir denken, dass wir er sind, sondern hypothetisch. Wisst ihr, was das Wort bedeutet? Naja. Die schwerfällige Felsgestalt, sowas in der Art, dachte ich mir schon. Und wie soll man an ihr vorbeikommen? Mit dem Sternenvers. Ich habe ihn einst in den Hallen des Wissens von ihm gehört. Wer weiß, vielleicht hat er mich deswegen einkerkern lassen. Hört gut zu. Ich bin der Quell des Seins. Ich bin der Ursprung. Mein Wesen ist geeint und doch geteilt in drei. Leben, Tod und Schicksal. Ewig, wiedereinander strebend, bis der Kreis durchbrochen durch des Gesandten Hand. Ich bin der Gesandte, hallo. Interessant. Na, hoffentlich bringt mich das weiter. Habt Dank für eure Hilfe. Der Weg, der vor euch liegt, ist voller tödlicher Gefahren. Ganz davon zu schweigen, was geschieht, wenn er erfahren sollte, was ihr vorhabt. Seine Kreaturen werden euch niemals gewähren lassen. Wir haben nichts vor. Wir wollen ein Picknick mit euch veranstalten. Mehr wollen wir gar nicht. Wir werden sehen. Habt Dank. Habt ihr noch mehr Geschichten mit für Freuden. Mich? Erwartet aber nicht, dass euch gefällt, was ich zu berichten habe. Nein, habt ihr nicht. Hör da, Fremder. Nehmt euch in Acht, denn dieser Ort ist ohne Hoffnung. Hoffen wir das Beste. gibt es hier Schilder zu lesen? Diese Truhe glitzert noch, aber ich glaube, wir haben sie schon aufgebrochen. Nein! Ein Kerzenständer. Nice. Ja. Das Gold nehmen wir wieder. Jetzt glitzert sie nicht mehr. Du hast recht. Tishyana ist voller Wunder. Auch wenn dies dunkle Zeiten sind, die Götter werden den Namenlosen bezwingen. Unmöglich. So etwas wäre Amantir Takat nie entgangen. Fuck. Diese Statue hat keinen Text. Okay. Gut, wir wissen, was wir zu tun haben. Wir sind theoretisch er und auch nicht. Und was das genau bedeutet, werden wir nächste Woche sehen. Habt ein wunderschönes Wochenende. Wir gucken einmal, ob wir mit diesem kleinen, netten Vers am Wächter vorbeikommen oder ob wir erkunden können, wer er ist. Vielleicht ist er auch der Hochkönig selber. Oder Filiason. Oder vielleicht ist er auch jemand ganz anderes. Auf jeden Fall haben wir hier keine Kapern. Was? Keine Kapern? Sie wollen ein Delikatessgeschäft sein? Darf ich nicht lachen?